Hallo, liebe Pokémon Schwarz-2-Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part, in welchem wir beim letzten Mal uns auf dem Schiff fortbewegt haben und dann haben wir jetzt die Barrieren hier entfernt. Das bedeutet, wir können weitergehen und ich vermute, uns steht ein Kampf gegen irgendein Team Plasma-Oberhaupt bevor, würde ich einfach mal so ganz spontan behaupten. Lasst euch von Mondwurf in meiner Partie nicht irritieren. Mondwurf ist nämlich tot. Es tut mir leid, mein Mondschein. In welcher bist du aber tot? Ja, ich würde sagen, vom Level her sollten wir eigentlich relativ gut dastehen. Ich meine, dass das legendäre Pokémon hier auf Level 55 ist, welches wir demnächst dann treffen werden. Bevor ich jetzt wirklich schon die letzten 10 Folgen erzähle, dass wir es demnächst treffen werden. Ich entschuldige mich dafür. Aber ich würde sagen, wir sind relativ akzeptabel gelevelt soweit. Gehen wir einfach weiter. Ja, das ist sowas von Kampf gegen so ein Oberhaupt. Und da unten ist... Oh, da unten ist das Level-Pokémon! Ist weit gekommen, du bist ein beachtlicher Trainer. Dankeschön, Mann in der schicken lila Winterjacke, wo du extra hergekommen bist, zeige ich dir was Besonderes. Sieh her. Das legendäre Reis-Pokémon Kyurem! Das ist ein schicker Drache, die du hast, mein Bruder. Die Eisgeschosse, die wir auf Twin Drake City abgefeuert haben, wurden mit Hilfe von Kyurems Kraft und Team Plasmas Technologie hergestellt. Also dann, du könntest ein Risiko für Team Plasma werden, deswegen werde ich dich hier und jetzt aus dem Weg räumen. Mensch, das ja. Oh, das Plumpf! Das kannst du vergessen! Du hast die Barrieren deaktiviert! Was hast du eigentlich währenddessen gemacht? Okay. Kampf gegen Team Plasma Oberhaupt. Nicht weiter überrascht an der Stelle. Ey, ich will nicht sagen, dass ich es gesagt habe. Oh, es ist 2 gegen 2 Kampf. Oh, das ist nicht gut. Oh, das könnte fürchterlich ausgehen. Oh nein. Ein Roserade. Oh, das ist perfekt! Das ist perfekt für mich, abgesehen von dem Meditalis, welches sehr effektiv auf mein Lavare ist. Aber ansonsten. Oh, wir müssten jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir den die Plasma Oberhaupt, wenn es von Team Pflanze ist, sollten wir den auf Scheiße sowas von wegsweeten können. Ihr habt keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, es wird so sein. Das sollte auf jeden Fall soweit ziemlich down sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, yeah. Das ist Nummer 1, die gute Roserade. Der Roserade. Ein rosiger Gentleman. Level up für Lavara. Ein Smogbock. Wisst ihr was? Gift-Pokémon sind sogar fast noch ein bisschen besser. Denn Gift-Pokémon können noch ein ganz kleines bisschen weniger gegen Lavara anrichten. Das ist aber gerade ein kleines Problem, wenn ich drüber nachdenke. Ich meine, auf der einen Seite haben wir Gift-Pokémon, welche keine Wirkung auf meine Stahl-Pokémon haben. Und auf der anderen Seite haben wir ein Kampf-Pokémon, welches sehr effektiv auf mein Stahl-Pokémon ist. Aber ihr könnt auch einfach Ordoch angreifen, denn Kampf ist auch sehr effektiv auf Ordoch. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gefühl bei dem Kampf, weil Meditalis macht einfach gar nichts. Meditalis macht einfach gar nichts. Das heißt, die Plasma-Löwen sind zum Scheitern verurteilt. Ah, er kann einfach nichts machen. Ach du... Was? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas nicht zu 100% mitbekommen. Wäre das möglich? Ich habe das Gefühl, es ist irgendwas passiert, was ich nicht wusste, dass es passieren kann. Oder wovon ich nicht wusste, dass es passieren kann. Smogbock Abgangsbund eingesetzt? Oh, ich habe nicht richtig aufgepasst. Dazu beschäftigt damit zu erzählen, wie überlegen ich bin. Aber gut, das war soweit Lavara. Wir setzen also den Trend, alle Pokémon, die wir so haben, zu verlieren, fort. Cool. Cool, cool. Eisenschädel. Und warum hat meine Stalo... Oh, fantastischer Angriff. Warum hat mein Stalo eigentlich... Das war so dumm gerade. Oh nein, Erdkräfte speziell. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Warum hat mein Stalo keinen Bodenangriff? Okay, wir müssen Stalo sowas von... Oh shit. Sowas von auswechseln. So. Nidoqueen wird wieder Erdkräfte machen. Das heißt, wir gehen einfach auf Schnelli. Und Machomai sollte... Gesteinsangriff sollte es. Oh, es könnte eventuell Steinhagel machen. Oh, das wäre scheiße. Mach bitte keinen Steinhagel. Klingensturm. Gute Arbeit. Kreuzhieb.
Das ist okay, solange es nicht auf mich geht. Eine Menge Damage. Windschnitt geht auf beide. Ampelleuchte müsste aber nicht sehr effektiv sein. Ja, mach Windschnitt, was auch immer. Volltreffer. Oh, Klingsturm geht auch auf beide. Sehr schön. Gut. Das heißt, ja, nächste Runde. Du solltest schnell in der Lage sein, ganz geschmeidig beide auszuschalten. Weckruf nicht der stärkste Angriff. Auch so, auch relativ solide soweit. Was war es eigentlich für eine Scheiße mit Lavara nochmal? Es tut mir leid, dass ich kaum was dazu gesagt habe, aber ich weiß nicht ganz, was passiert ist. Ich habe es nicht gesehen. Vor allem war Lavara tot. Es war... Keine Ahnung, was das war. Es war fürchterlich. Ey, Level 59 für Schnelli. Das, das haben wir auch nötig. Und ein Lucario. Ich würde sagen, ich mache weiter Windschnitt auf Lucario. Repeat-Schutz. Okay. Absolut keine Ahnung, was das für ein Angriff ist. Irgendwie setzt das Fuzzer-Snob nicht die Angriffe ein, die ich von ihm gerne sehen würde. Ich hätte nämlich gerne gesehen, ja gut, Angriff sinkt stark, ist nicht verkehrt. Aber ich würde sehen, wie es einfach, ich würde ganz gerne sehen, wie es einfach ganz regulär angreift. Das wäre nämlich tatsächlich auch sehr, sehr hilfreich. Ah, ist paralysiert. Könntest du den Kampf hinter uns bringen, bitte? Hey, Lucario ist wie auf normalen Angriff. Gott, es gefällt mir überhaupt nicht, dass wir Lavara verloren haben. Lavara war nämlich von den vom Typ her ziemlich gut für mein Team geeignet, dadurch, dass es ein Feuertyp war, ein ziemlich starker Feuertyp. Aber es sollte wohl nicht so sein, wie mir scheint. Oh Gott, was steht uns jetzt bevor? Dieses Pokémon ist mit Eis bedeckt! Ah! Das ist das aus Twinrake City Flumpf. Das ist doch offensichtlich! Oh, er tut das alles für das Pokémon seiner Schwester. Oh, deswegen ist absolut einmalig auf der Welt. Mein verstorbener Großvater hat es extra für meine kleine Schwester gefangen. Es ist unersetzlich. So, so. Und das hat jemand von T-Plasma geklaut. Ich werde den SK-Sinfo einsetzen. Den Rest überlasse ich euch, Finstrio. Oh, shit. Red kein Müll, du hast schließlich verloren. Oh. Ich glaube, ihnen ist gerade aufgefallen, dass sie uns auch einfach mit ihren ausgebildeten Ninjas ausschalten können. Dass das sehr viel effizienter ist als Pokémon-Kämpfe. Oh Gott. Oh ja, das ist so dumm. Ich liebe es. Wo fliegen wir hin mit unserem fliegenden Team Plasma-Schiff? Ach so, wir fliegen darüber. Klar. Man kennt das. Ich meine, eine Sache muss man Team Plasma lassen. Sie wissen, wie man absurde, übertriebene Scheiße macht. Warum haben sie uns nicht einfach umgebracht? Ah, Team Plasma! Wo ihr auf Lydia kommt, bin ich! Hey, was ist dort drüben? Oh, es ist Sharon. Tut leid, dass sie zu spät kommen. Ich vermute mal, dass sie in Richtung Riesengrotte fliehen. Riesengrotte, sie liegt am Ende von Route 22. Route 22! Halt die Schnauze, Sharon! Was braucht die Plasma-Kiriumskraft etwa für seine bösen Machenschaften? Skandalös! Wir werden sie aufhalten. Ja. Oh Gott! Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist... Oh nein, ich habe kein Pokémon, das fliegen kann. Shit. Ich habe wirklich kein Pokémon, das fliegen kann. Das ist relativ unangenehm. So, die Frage, die ich mir eigentlich stellen wollte, war, will ich jetzt noch ein Pokémon dann für die ganze Situation da hochleveln oder will ich dann, will ich damit erst bis zu den Top 4 warten? Ich meine, das, was uns bevorstehen sollte, sollte wirklich nur der Kampf gegen das legendäre Pokémon sein. Das heißt, das sollte ich theoretisch unter Umständen eventuell, wenn mich nicht alles täuscht, auch halbwegs akzeptabel mit meinem jetzigen Team schaffen können, theoretisch. Ah, ich bin mir unsicher. Ich bin mir absolut unsicher. Surfen wir erstmal zurück. Das Problem ist auch, dass ich aktuell nicht wirklich noch irgendwelche Gegenden übrig habe, wo ich Pokémon fangen kann. Und alles, was wir so noch haben, ist alles
ich meine, es wäre wahrscheinlich akzeptabel, aber nicht für Level 50 und höher. Dafür sind die Pokémon, welche wir sonst noch alle da haben, eher nur bedingt geeignet. Die sind dafür eher nur bedingt geeignet. Und das gefällt mir tatsächlich auch nur bedingt. Lass mich erstmal zurückgehen. Und dann machen wir uns auf den Weg Richtung Riesengrotte. Ja, wisst ihr was? Ich werde dafür mit meinem jetzigen Pokémon losgehen. Er wird es wahrscheinlich als großer Fehler herausstellen, aber ich wüsste auch wirklich nicht, wie ich ansonsten auch hochtrainieren sollte. Ich meine, das Seso-Kids wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist alles nicht der heißeste Scheiß. So, gehen wir jetzt mal den PC. MOP schaltet den PC ein. Pokémon bewegen, bitte. Kronjuwel, ich sehe so Kids, aber Fukano, ich meine Fukano. Fukano ist natürlich ein ziemlich cutes Argument. Nein, Moment. Ah, ich wollte Bummels ins Team nehmen. Stimmt, ich erinnere mich. Der gute Schwabli. Schwabli ist nämlich ziemlich gut. So, legen wir erstmal die Pokémon hier ab. Schwabli, willkommen im Team. Und bevor ich Fukano ins Team nehme, möchte ich kurz nachschauen, ob wir einen Feuerstein da haben. Denn wenn wir einen Feuerstein da haben, ist das auf jeden Fall unser neuer Feuertyp, wie mir scheint. Hier muss ich nur irgendwo finden. Habt ihr einen Feuerstein irgendwo gesehen? Er ist auf jeden Fall nicht bei den... Da. Wir haben genau einen Feuerstein. Dieser spezielle Stein löst bei bestimmten Pokémon eine Entwicklung aus. Er ist orange. Ich bin sehr stolz, dass ihr euch dazu entschieden habt, diesen letzten Satz noch hinzuzufügen. Er ist orange. Denn das scheint mir ziemlich sinnvoll zu sein, dass das dabei steht. Okay. Bewegen wir uns zu Pokémons. Fukano, willkommen im Team, mein Guter. Willkommen im Team. Dafür kommt Lavara weg. Lavara, du hast eine wundervolle, gute Schönheit. Ich möchte aber deinen Beulenhelm bitte wieder haben. Den Krummluff kannst du behalten. Item. Ja, ich möchte das bitte wieder haben. Gott, wir haben so viele Pokémon schon verloren. So, ich würde sagen, ich heile mich auf und dann werde ich mich wohl mal daran machen, meine Pokémon etwas zu trainieren. Was uns jetzt mit der unschönen Situation wiederfinden lässt, dass das Video viel zu kurz ist. Ich werde meinen Pokémon trainieren, wenn wir sehen, wie das Ganze weitergeht. Okay, bis dann. Okay, es sind ein, zwei Minuten vergangen zwischen diesem Part und dem... Nein, fuck, ich bin noch im gleichen Part. Hi, willkommen zurück, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe Fukano und Schwabli hochtrainiert. Oh mein Gott, hat die Scheiße lang gedauert. Ihr habt keine Ahnung, wie lange sich das jetzt gezogen hat. Ey, ich bin es langsam leid, neue Pokémon hochzutrainieren. Und ich sagte, die Frage, die wir uns jetzt natürlich alle stellen, ist, Mori, warum ziehst du nicht einfach Sonderbonbons? Zum einen, weil alle heulen würden, wenn ich das machen würde. Und das, nein, das ist nicht der Hauptgrund. Ich will es einfach nicht erzählen. Nein, der Grund, warum ich das nicht mache, warum ich das tatsächlich trainiere, sind die EVs. Die Effort Values, welche sehr, sehr wichtig sind. Das bedeutet, wenn ich ein Pokémon einfach nur mit Sonnenbonbons oder so hochleveln würde, wäre es einfach zu schwach. Es muss wirklich tatsächlich auch ein bisschen kämpfen, damit es noch ein paar Stats höher sein wird. Und das ist relativ anstrengend. Was dagegen nicht anstrengend ist, ist zum einen die Fähigkeit von Fukano. Fukano nennen wir es. Es war nie geplant, dass du tatsächlich im Team landen solltest. Ich entschuldige mich für den Namen. Fähigkeit Feuerfänger, welche alle Feuerangriffe nutzlos macht vom Gegner, was, denke ich, relativ nett ist. Und der Movepool. Schaut euch die Scheiße an. Hitzewelle. Relativ netter Angriff, würde ich sagen. Wutanfall. Ziemlich stark. Heimzahlung. Dachte, ich könnte eine nette Idee sein, aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, ist es, kann ich ja nicht ersetzen, den Angriff. Der ist schrecklich, werde ich ihn nie einsetzen. Also, wurde der Gegner oder ein Mitstreiter der vorherigen Runde besiegt, steigt die Kraft. Die wird dann verdoppelt, glaube ich. Ich meine, es ist ein 140er Angriff und ein 140er Angriff ist immer noch weniger als ein Flammenblitz-Step, welcher 180 ist. Oder eine Hitzewelle, welche 150 Schaden macht. Also dementsprechend, ich glaube, Heimzahlung werden wir nicht wirklich einsetzen. Aber ansonsten, der gute Fukano könnte, glaube ich, ein relativ nettes Pokémon werden. Hat jetzt leider aber kein Turbo-Tempo gelernt.
dadurch wie ich es gelevelt habe. Ich habe Fukado bis Level 45 gelassen, damit es die Angriffe lernt, wie zum Beispiel Wutanfall, Hitzewelle und Flammenblitz. Das kommt ja vor Flammenwurf, den könnte ich ihm eigentlich wieder beibringen. Genau, damit es die Angriffe lernt, muss ich Fukado auf Level 45 leveln, was relativ nervig war. Allerdings gibt es in der Stadt von der letzten Arena, südlich im Wasser, beziehungsweise nördlich davon, da gibt es Periculas, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, die Stahlkäfer-Ameisen. Das heißt, da konnte es relativ viel Damage austeilen. So viel dazu. Und dann haben wir noch Schwabli. Ich denke, ihr seht die Problematik mit Schwabli. Ich meine, seine Initiative ist unerwartet hoch, sein Angriff ist fantastisch, sein Werte generell nicht komplett verkehrt, jedoch, und sein KP enorm. Jedoch haben wir die Problematik, dass der Movepool wirklich, wirklich scheiße ist. Und wie es aussieht, könnte man Schwabli bzw. einem Lethal-King theoretisch bessere Normalangriffe wie Body Slam und sowas beibringen. Aber die müssen dann hergezüchtet werden. Das bedeutet, nicht der heißeste scheiß Dreschpflege allerdings, könnte ein relativ interessanter Angriff werden. Ich habe nicht mal nachgeschaut und wenn das Pokémon 5-10% seiner KP noch hat, ist es irgendwie ein Angriff mit einer 200er Base Damage. Das heißt, der Dreschpflege kann tatsächlich ziemlich stark werden. Naja, wir werden einfach mal sehen, was wir mit Schwabli anfangen können. Ich hoffe, dass wir vielleicht irgendeinen stärkeren Trainer oder so treffen, der Geist-Pokémon hat. Denn gegen Geist-Pokémon sollte Schwabli ziemlich gut sein. Das ist die Sache, was ich hoffe, dass er sich gut als ein nützliches Pokémon herausstellen wird, wenn wir einfach gegen ein paar Geister kämpfen müssen. Und dann werde ich sagen, oh, ich habe mein super-duper-normal-Pokémon Ass im Ärmel. Und das ist soweit meine Hoffnung. Ha, aber so viel dazu. So viel dazu. Gott, ich habe wirklich keine Lust mehr, jetzt noch weiter zu trainieren. Spiel, leider bin ich im Stich. Warum kaufe ich überhaupt Hypertränke? Ich habe so viele Top-Genesungen, die ich nie verwende. Naja, Spiel, bitte, lass mich meine Pokémon wieder mal ein bisschen behalten in der nächsten Zeit. Das fände ich doch sehr, sehr angenehm. Oh, und es ist gerade 15 Uhr. Und ich habe gehört, zwischen 15 und 17 Uhr kann man hier einen Wailord sehen. Es ist passiert, Leute. Es ist passiert. Wir können sie eventuell antreffen. Hier im Aquarium, im Unterseetunnel. Komm schon, Wailord. Wailord, wo bist du? Da ist ein Wailord! Habt ihr es gesehen? Ich bin mir sicher, ihr habt es gesehen. Das ist ziemlich groß. Kann ich es nochmal sehen? Hier kann man wirklich einen Wailord treffen. Ich hatte keine Ahnung. Das heißt, ich hatte schon eine Ahnung, es wurde mir gesagt, aber ich bin relativ begeistert. Davon möchte ich ehrlich gesagt anmerken. Und jetzt werden wir... Doch, da hinten ist es noch. Oh, seht ihr Wailord? Oh, das erfüllt mein Herz mit Freude. Ich frage mich, ob man sonst noch irgendwelche coolen Pokémon treffen kann. Kann ich vermutlich mal nachschauen oder so. Wobei ich nicht vorhab... Oh, da ist das Wailord. Weil ich nicht zwangsweise vorhab, dann irgendwann nachts so aufzunehmen, nur um ein Anton hier entlang schwimmen zu sehen. Wobei, vielleicht wäre es mir das sogar wert. Dann war ein beschissenes Wailord. Cool. Das war so ziemlich wert. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, in diesem Part werden wir uns jetzt noch nicht weiter auf Route 22 in die Höhle reinbegeben. Wir werden uns schon mal auf den Weg dorthin machen und wir müssen unsere Taktik besprechen, denn ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber ich meine, dass das mal wieder, dass uns da ein paar Kämpfe bevorstehen sollten. Und ich habe ein Pokémon dafür hochgelevelt. Ich habe trainiert und ich glaube, wir sind bereit für die Scheiße. Und ich glaube, da stehen uns ein, zwei Kämpfe gegen die bösen Lümmel bevor. Wovon ich nicht der größte Fan bin. Ich meine, ihr kennt das. Gutmütige Lümmel, sage ich, ist okay. Kann ich mich mit anfreunden, aber bösartige, das geht ein bisschen zu weit. So, das müssen wir auf jeden Fall aufsuchen. Und ich habe auch die VM-Stärke. Das heißt, die könnte uns eventuell auch in der einen oder anderen Situation irgendwann mal vielleicht hilfreich sein. Wenn sich vielleicht irgendwo ein paar Felsen herumtreiben, die wir zur Seite schieben können. Und ja, ich weiß, dass ich Kopfhussier gefunden habe, um das auch mal zu merken, weil es auch angemerkt wurde. Wir merken heute sehr, sehr viel an. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich die Fossilien wirklich aus dem Pokémon machen kann. Und auch wenn ich es weiß, ich glaube, Kopfhussier wäre ein weiteres Cognodon. Das heißt, er hilft uns so bedingt viel. Es hilft uns so bedingt viel. Dementsprechend sparen wir uns den Weg einfach. Aber auch die anderen Fossil-Pokémon, die wir bekommen könnten. Ich wäre ein großer Fan davon, wenn wir ein Aeropterix, heißt das glaube ich, bekommen könnten. Das wird sich fantastisch. Das ist ein gutes Pokémon. Aber das, was wir aktuell hier da zur Auswahl hätten, würde mir so oder so alles nichts bringen. Topschutz haben wir noch? Haben wir noch? Er wirkt doch noch! Der wirkt doch noch, der Topschutz. Es tut mir leid. So, und hier können wir jetzt... Na, oh, jetzt können wir entlang. Dieser Flumpf.
Halbe Wimpera fertig. Wurde auch langsam Zeit. Und da marschieren sie weiter. Ah, habt ihr Felilu gesehen? Oh, aber ich bin's doch, erinnerst du dich einfach nicht mehr an mich? Das ehemalige Mitglied von Team Plasma. Oh, er arbeitet jetzt als Spion für Rubius. Kennt ihr den Rubius? Das ist wie ein Würfel. Steht ihr? Ist ziemlich humorvoll. Ah, da rennt er los. Oh, vielen Dank. Und gleich würde ich sagen, es geschehe zum Wohl der Pokémon. Haben wir letztendlich doch nur getan, was wir wollten. Verzeihung, es gibt doch etwas, das ich erledigen muss. Okay. Ich würde sagen, hier sind wir auf einer heißen Spur in Sachen, Plot. So, verschieben wir noch den Felsen zur Seite und schauen, ob es hier vielleicht noch irgendwas halbwegs Interessantes zu sehen gibt. Ich meine, das müsste hier alles relativ optional sein. Ich glaube, ich kann hier ein Item oder so mitnehmen. Dementsprechend, wenn wir schon mal hier sind, ey, weiß nicht, wie oft ich in die Riesengrotte wieder zurückkehren werde in Zukunft, ehrlich gesagt. Fantastisch, zum Glück bin ich hier in Land gegangen. Das hat sich ziemlich gelohnt. Aber ich glaube, es gab irgendwo noch ein Item. Das könnte vielleicht irgendwas Hilfreiches sein. Ich meine, es besteht die Chance, dass wir hier einen Meisterball finden. Frostbeule. Ich meine, kein Angriff, den ich jetzt zwangsweise verwenden werde für ein zweiter Pokémon. Hauptsächlich, weil es eh keins lernen kann. Das ist ein Eisangriff, aber hey. Ein netter Angriff. Eine gute TM haben wir gefunden. Also, der Weg war es vollkommen wert, wenn ihr mich fragt. Einen weiteren Schutz bitte einsetzen. Ey, ein Drago-Juwel. Ugh. Fucking Juwelen. Ey, ich glaube, wir haben langsam genug von denen. Wie groß ist eigentlich diese Höhle hier? Oh Gott, da unten. Oh Gott, ich glaube. Frag mich nicht, wie ich darauf komme. Ich habe das Gefühl, dass ich da runter muss. Wirklich, fragt mich bitte nicht. Ich kann mich nicht erklären, wie ich darauf komme. Es ist meine Intuition, die mir sagt, dass ich diese gewaltige, riesige Treppe in der Mitte dieser Höhle nach unten gehen muss. Um unser Ziel zu erreichen. Gott, hier liegen immer noch Items. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich da rein will. Oh, der Flottstaub. Der ist ziemlich flott unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich rein will in diese Höhle. Ich wittere nämlich, dass da einiges schief gehen könnte. Und ich mag es nicht, wenn einiges schief geht. Wie viele Felsen habt ihr hier? Ah, eine Nanabeere. Gute Items sind überall. Wahnsinn. Und wir sind einmal im Kreis gelaufen. Sehr schön. Ja, geben wir nochmal einen Topshots. Gehen wir direkt wieder zurück zur Höhle. Und wir hoffen, dass wir kein Palkia als legendäres gegnerisches Pokémon bekommen werden. Denn ein Palkia wäre nach wie vor, ich meine, es wäre nicht mehr so skandalös und schrecklich, wie es einst der Fall war. Aber ich bin mir noch relativ sicher, dass es immer noch sehr, sehr unvorteilhaft wäre. Dementsprechend würde ich sagen, liebe Leute, wer sich hinter dieser Höhle befindet, oder auf der anderen Seite dieses Tores, ist das ein Tor, was auch immer. Was da so leuchtet, sehen wir im nächsten Part von Pokémon Schwarz 2. Das ist nicht majestätisch. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.